Erster hat einen Podcast mit Hazel und Thomas gemacht und war danach für immer arbeitslos. So muss der Urin von jemandem schmecken, der nur seinen eigenen Urin trinkt. Ausschließlich. Oh, Hazel, komm. Bei Rampensau sieht man, dass ich fetter geworden bin. Das ist richtig schlimm. Til Schweiger hat das Rom-Com-Genre nach Deutschland geholt und dann auch in Deutschland getötet. Vor aller Augen. Und niemand dankt es er ihm. Er ist Patient Null eigentlich. Good vibes. Good vibes. Good vibes. Good vibes. Oh, it's time for the good vibes. Yeah, yeah, yeah. Jasna Fritzi Bauer. Hallo Jasna, schön, dass du da bist. Hallo, guten Morgen. Hallihallo, wo bist du? Ich bin in Bremen im Hotel. Aber du hast es richtig geil, man merkt schon, dass du visuell denken kannst, weil du hast es richtig geil eingerichtet, so mit dem Fernseher im Hintergrund, noch dann so ein Frühstück. So. Frühstück. Das ist so richtig Hangover-mäßig, man kann sich so fragen, was ist passiert. Und hinten rechts ist sogar so ein Peloton-Bike oder sowas. Ja, wie heißt das? Ein Spinning Wheel? Spinning Wheel, ja. Ach krass, machst du ein bisschen hier Cardio? Ja, das Sportstudio ist ja geschlossen, due to Corona. Also habe ich mir ein Spinning Wheel auf mein Zimmer. Das Gute ist, man kann den Fernseher so umdrehen. Dann kann ich immer, während ich gute Zeiten, schlechte Zeiten gucke. Während du schlechte Zeiten hast, wenigstens noch was. Während du gute Zeiten, schlechte Zeiten hast, schaust, kannst du doch deinen MDMA-Rausch abstrampeln. Genau das mache ich. Ja, falls nice. Leute das jetzt hier nur hören, das ist ein Baby, was ich mir um den Bauch geschnallt habe. Und das hasst Sport. Also es findet wirklich, immer wenn wir über Sport reden, fängt es an zu weinen. Jasna, first things first. Wie findest du Jan-Josef Liefers? Klasse. Klasse. Richtig nice, richtig, oder? Richtig klasse. Geiler Dude. Ja. Richtig, richtig sympathisch. Nee, aber gibt es Schauspieler, die du nach dieser Aktion jetzt weniger magst als vorher? Oder hatte man immer schon so Vermutungen? Komm, ich will also, gleich die juicy Details. Gib mir den Gossip. Ich hatte vorher schon Vermutungen. Ah ja. Aber ja, also mal ganz allgemein, ich finde es total doof, was die da gemacht haben. Ich finde es okay. Super blöd. Okay, so rum. Ich bin erleichtert. Ich finde es richtig klasse. Nee, ich finde es richtig doof und total unzuträglich der Situation gemäß. Und alle machen sich ja viele Gedanken darüber. Ich finde es irgendwie alles total doof. Und jetzt kommt ja auch ganz viele Sachen raus. Ich habe gestern einen Artikel im... Hallo Bibi. Ein Artikel im Tagesspiegel gelesen. Und da haben sich auch einige Vermutungen bestätigt. Mhm. Ja, ich finde es irgendwie, sagen wir es mal so, scheiße finde ich es. Richtig scheiße. Hat es denn einen negativen Backlash jetzt auf dich als Schauspielerin gehabt, dass die ganzen deutschen Schauspieler sich so solidarisiert haben? Es geht so. Ich hatte, also ganz viele haben gesagt, danke, dass du da nicht mitgemacht hast. Das ist ja auch schon mega cool, ein Kompliment zu kriegen dafür, dass man nichts macht. Ja, das kriegt man nämlich relativ selten, finde ich. Ja, Komplimente ja, dafür, dass man Fehler nicht gemacht hat. Und dann habe ich aber auch so, ich hatte irgendwie am Tag danach oder so, weil das Wochenende war, so ein Foto gepostet und da hat jemand drunter geschrieben, wie scheinheilig nach so einer tollen Aktion der Kollegen. Oder ich kriege dann so Nachrichten wie, dir kann man auch nichts mehr erklären, ciao, unfollow. Und ich bin so, okay, goodbye, what the fuck, krass. I don't need you. Aber ja, keine Ahnung. Ich hatte das Gefühl, dass eigentlich die Aktion selber nicht das Problem war, sondern das ganze Nachspiel, oder? Also so, ich meine, so eine ironische, witzige Aktion, das kann ja noch irgendwie so sein, so, oh, sorry, ich habe irgendwie einen Joke gemacht und den hat irgendwie niemand lustig gefunden. Das passiert ja, das ist uns auch schon passiert, passiert uns jeden Tag. Das Baby macht auch manchmal Jokes, die wir nicht witzig finden. Aber dann halt sich hinzustellen und das noch so zu erklären. Ich finde, da wurde es dann so richtig ekelhaft selbstverliebt irgendwie. Nach dem Windelnwechsel noch einmal die neue Windel vollgeschissen, weil ich es für richtig halte. Ja, so nach dem Motto, so ich weiß, ihr alle denkt das und die Wissenschaft sagt das und das, aber ich empfinde das alles so und so und so. Der ich jahrelang Texte, die andere Leute sich ausgedacht haben, rezitiert habe, habe diese Gedanken. Ich finde einfach, also sagen wir mal so, ich finde, die Aktion ist einfach aus dem Ruder gelaufen und schief auch.
Ich verstehe diesen ironischen Ansatz, den man da versuchen sollte, oder einen satirischen. Ich bin aber der Meinung, dass Schauspieler nicht Satire versuchen sollten. Sie sind nämlich kein Satiriker. Also hat sich das Ganze natürlich einfach in einen Zynismus gewandelt und ist also meiner Meinung nach auch schlecht produziert. Die Videos sind einfach nicht gut produziert und die Texte, also ich habe mich so gefragt, was, wenn man so einen Text liest, den man kriegt, was, und dann sagt man den und denkt sich, ja, klasse, also finde ich super den Text. Ich verstehe es irgendwie nicht. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass die Aktion so ill-intended war, hat man erst im Nachhinein gemerkt. Ja, ja, voll. Wenn man die Videos so selber sieht, dann denkt man sich vielleicht so, ja, ist halt irgendwie ein Video, was ein bisschen strange ist. Aber dann im Nachhinein wurde es irgendwie strange. Ja, im Nachhinein wurde es alles so ein bisschen komisch. Ich finde es aber auch total spannend auf so einer künstlerischen Ebene, wie die Leute dann zum Teil sich so inszeniert haben. Also, dass dann so manche so aus der Ferne dann so rancreepen und das so ganz dramatisch vortragen. Also, fand ich, da hat es schon so den ein oder anderen Cringe-Moment. Ja, so, ja. Oh, schön, dass ihr da seid. Ich habe euch gar nicht bemerkt. Hey, sorry, ich habe das gar nicht so gemeint. Aber was ich noch sagen wollte... ja, ich weiß nicht, vielleicht kommt man da auch hin in so ein, ich habe mir jetzt auch ein bisschen Gedanken gemacht und man denkt so, ach cool, der macht da mit und der macht da mit, dann kann das ja gar nicht so scheiße sein und sich da so verleiten lässt, man weiß ja, jeder weiß ja, wie das ist, wenn man so Gruppenaufrufe startet, man denkt, ah geil, Hazel und Thomas machen mit, dann mache ich einfach auch mit, ich habe mein Gehirn ausgeschaltet, scheiß drauf. Find's ein bisschen komisch, dass wir brennende Flaschen ins Schwimmbad reinschmeißen, aber mein Gott. Ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, was die da geritten hat. Wer ist denn der krasseste Schauspieler zurzeit in Deutschland? Daniel Brühl, oder? Karrieremäßig ja. Ja. Und er ist krass, weil er nicht in Deutschland ist, oder? Ich glaube, das ist auch die Definition. Ja, und niemand redet irgendwie drüber, oder? Da hat es einmal ein Schauspieler geschafft, bei einem Quentin Tarantino-Film und bei Marvel mitzuspielen. Ja. Und es ist irgendwie so allen scheißegal. Ja, aber das ist doch voll oft so. Ich meine, da können wir auch mal über den Kollegen Til Schweiger reden, der sich übelst das Riesen-Universe aufgebaut hat, eine riesige Firma, irgendwie übelst das geile Ding gemacht hat und auch einer ist, der in Amerika gespielt hat oder als Rollen da hat. Uns interessiert auch niemand und alle sagen immer, Til Schweiger ist doof. Aber schön, dass du das sagst, weil ich dachte, dass ich mit dieser Meinung alleine wäre, aber ich finde auch, dass Til Schweiger total unterschätzt ist. Also seine Filme haben ja wenigstens die versuchen ja wenigstens so eine Hollywood-Ästhetik zu haben. Ja, ich glaube, ohne Til Schweiger gäbe es in Deutschland halt keine Romcoms. Ja. Ja, das stimmt. Also glaubst du auch, dass der hat halt angefangen so mit Barfuß und Kein Ohrhasen und sowas, hat er angefangen Romcom, also in Romcom, das Romcom-Genre nach Deutschland zu bringen. Und die also ich bin der festen Überzeugung, dass ohne Til Schweiger zum Beispiel Fuck You Goethe nicht möglich gewesen wäre. Ja. Mhm. Auch nicht nötig gewesen. Ja, nötig auch nicht. Nee. Also Til Schweiger hat das Rom-Com-Genre nach Deutschland geholt und dann auch in Deutschland getötet. Vor aller Augen. Und niemand dankt es ihm. Er ist Patient Null eigentlich. Ja, niemand dankt es ihm. Ja. Er ist Patient Null. Ja, das ist echt komisch, weil Til Schweiger wird immer so gesehen als so der Mario Barth der Filmindustrie. Und ich finde, es wird ihm nicht gerecht. Also, naja, man ich muss ihn aber ja auch sagen, nicht. Mario Barth hat ja auch für Comedy einiges getan hat in Deutschland. Hat auch einiges geleistet, ja. Also ich finde, man kann es eigentlich genauso sagen. Also er ist der Mario Barth der Filmindustrie, aber nee, auch im Guten. Ist der Mario Barth. Naja, also wir sind ja alle hier. Wir sind ja Freunde hier. Ja, und auch wir wissen ja interner und also Mario Barth ist schon ein Wichser. Also das kann man schon so. Ich weiß nicht, wie es bei Til Schweiger ist, aber Mario Barth ist schon so ein richtiges Arschloch. Ich weiß so ein, nicht. Ich so ein Bilderbuch-Arschloch. Ja, okay. Zumindest wenn die Sachen stimmen, die man so über ihn sagt. Also, dass er so Tontechniker zusammenscheißt und solche Sachen. Also, ich wurde mal von der Nanny von Matthias Schweighöfer, so heißt er. Ja. Ja, ich habe immer so Namensschwächen, aber der andere, der so das ein Pokémon unter Til Schweiger. Ja. Von der Nanny wurde ich mal abgeholt am Flughafen Tegel und die hat gesagt, der sei auch nicht nett. Til Schweiger? Nee, stopp mal ganz Schweighöfer. Kurz. Warum wurdest du von der Nanny? Ich weiß es nicht. Es war Matthias eine Produktion. Ich glaube, ich war bei einer Produktion von seiner Produktionsfirma dabei und irgendein Fahrer konnte nicht und dann musste seine Nanny mich fahren. Es war total seltsam. Aber ich glaube, er ist auch nicht ganz knusper.
Und wenn Hazel jetzt musste leider aufgepasst werden, deshalb hat die Nanny sie abgeholt. Ja, genau. Ja, aber Til Schweiger und Matthias Schweighöfer, das sind ja zwei völlig unterschiedliche Dinge. Sind sie das? Ja, ja, ja. Okay. Ja. Also Matthias Schweighöfer hat ja eigentlich noch nie irgendwas gemacht, was auch nur ansatzweise interessant ist in seinem Leben. Kontroverse. Kontroverse. Ja, also wir wollen jetzt er hat ja, auch ja nur nicht irgendwelche Filme gemacht, wo ihm ein Frettchen in den Hodensack beißt und so. Aber ja, hat er zum Beispiel nicht, hab ich noch nie gemacht. Erster hat einen Podcast mit Hazel und Thomas gemacht und war danach für immer arbeitslos. Ja, genau. Ich wollte auch gerade sagen, ich will jetzt Jasna auch gar nicht in so eine Situation drängen, ja, wo sie nie der wieder... Der ist auch scheiße, gell? Der ist auch scheiße. Nee, der ist tatsächlich nicht scheiße. Der ist cool. Zu mir ist der nicht scheiße. Gut. Okay. Ja, also wahrscheinlich ist er auch nicht scheiße. Ich fand es nur komisch, dass seine Nanny mich abgeholt hat. Ich fand das ja, wirklich total ja, das ist eine ziemlich gute Geschichte auf jeden Fall. Boah, wie scheiße muss das sein, wenn man in so einer Trilogie steckt und so merkt, boah, das wird irgendwie nichts mehr. Wenn so der, schon der das erste ein Stinker ist. So der Hobbit oder so, wenn man so anderthalb Hobbits abgedreht hat und weiß, jetzt muss ich nochmal anderthalb und machen. Ich denke, more like flop it. Ja, und so, ey, fuck, vielleicht gibt es einen Grund, dass man auf einem 80-seitigen Buch keine neunstündige Theorie ja, macht. Die ersten sind schon im Kino und laufen immer richtig beschissen und müssen noch vier machen. Das hat mal, das finde ich so witzig, das hat mal Eddie Murphy bei Comedians in Cars Getting Coffee gesagt. Es ist das Schlimmste, wenn man so eine Komödie gemacht hat und so ein riesiges Plakat irgendwo hängt, wo man so voll fröhlich drauf aussieht, so. Und man weiß, der Film ist einfach ein Haufen Scheiße. Und dann muss man auch so durch die Talkshows und überall sagen, was für eine geile Zeit es am Set war und so. Man denkt sich einfach nur so, oh Mann. Ja, so, je kleiner die Details sind, auf die Leute sich dann in der Talkshow fixieren, desto schlechter ist dann der Film. Ja. Das war so witzig. Einmal habe ich Paprika-Chips bestellt, aber ich bekam nur welche mit Meersalz. Hilfe. Aber das ist ja immer das Problem, weil egal wie der Film ist, du musst ja immer Werbung dafür machen. Also man sitzt dann so in Talkshows und wenn du dann so einen Film bewerben musst, den du echt scheiße findest, bist du ja trotzdem gezwungen, dorthin zu gehen, darüber zu reden. Und dann ist du so, ja, also der Film... ja, also wir haben uns alle sehr gut verstanden. So, was soll ich sagen? Vor allem, wenn du auch keine Werbung dafür machen willst, weil es einfach scheiße ist. Aber so, man ist schon okay, vertraglich cool verpflichtet, Werbung dafür zu machen und auch nichts Schlechtes zu sagen immer, oder? Ja. Gibt es denn so eine Ablaufzeit? Also darfst du irgendwie jetzt über Filme von vor 5 Jahren negativ reden oder gibt das gar nicht? Keine Ahnung. Ich könnte mich jetzt einfach noch mehr ins Ausschießen. Nee. Die juicy details. Naja, nein, es ist ja auch in aller Interesse, wenn ich den Film gut bewerbe, auch in meiner, weil wenn meine Filme schlecht laufen im Kino, also was sie sowieso tun, besetzt mich niemand mehr und seit jetzt sowieso niemand mehr. Und ich finde aber, das Gute bei dir ist ja, also selbst wenn man den Film nicht mag, und das meine ich jetzt wirklich zu 100% ernst, weil es wäre jetzt auch nicht angebracht, einfach so zu lügen. Ich finde, du bist immer super in den Filmen. Ja, selbst wenn auch die Filme rundherum so ein bisschen strange werden. Ja. Also bei Ein Tick anders fand ich, die erste Hälfte war irgendwie super, habe ich auch alles verstanden. Und dann gab es so ein paar Ereignisse um dich herum, wo ich so dachte, so, warum passiert das jetzt? Aber du warst super und man schaut es dann gerne einfach nur, um dich anzuschauen. Ja, du bist wie Edward Norton. So super, immer super. Ja, ich glaube, sie ist privat ein bisschen besser als Edward Norton. Aber die Filme sind manchmal halt so, ja, es sind halt Filme, keine Ahnung. Ja. Da denkt man sich halt, was habe ich mir erwartet? Danke, Leute. Ja. Und von Danke. Nahem, das stimmt, das hat Thomas mal gesehen bei diesem einen Dreh, den wir für Deutschland was geht gemacht haben. Du siehst aus wie ein junger Leonardo DiCaprio. Das hörst ja, du bestimmt ich bin oft. Ja auch dem sein Cousin. Ach, cool. Ja, stimmt, der ist ja auch Deutscher. Ja, diese Katzenaugen, die machen aber, die sind total spannend. Meine Indianeraugen, meinst du? Oh, das darf man nicht mehr sagen. Ah, doch, ich darf das sagen, weil ich das bin. Also sie hasst es ja, wenn man solche Begriffe sagt. Ja. Das ist nämlich die PC-Police hier. Was ist denn Bullshit, was Schauspieler ganz oft sagen? Für mich ist Bullshit, ich bin total tief in der Rolle drin. Mhm. Also ich kann zum Beispiel sowas nicht verstehen, wie, obwohl in Amerika arbeiten die nochmal anders, aber so ein Daniel Day-Lewis, der dann bei, weiß nicht, in Lincoln sich 3 Monate als Abram ansprechen lässt, wo ich so denke, what the fuck's wrong in your life? Ja. Sowas kann ich nicht verstehen. Ich kann auch aber auch nicht den Prozess erklären, wie ich spiele.
Das ist ganz schwierig, weil ich spiele einfach intuitiv und spiele irgendwas und vielleicht spiele ich auch eigentlich gar nichts und bin einfach nur ich. und ich glaube, jeder hat da seine Art und Weise und seinen Weg, aber sowas finde ich so Bullshit. Ich bin total drin. Das ist auch für mich so ein Beispiel dafür, dass viele Leute keine Ahnung im Film haben, dass dann Leute immer Method Acting total beeindruckend finden. Ja, also dann immer so. Also Christian Bale hat ja nur einen Apfelschnitz gegessen. Am Tag. Und das über ein halbes Jahr. Das finde ich so beeindruckend, wo ich mir denke, hey, hast du vielleicht einen Hauch einer Ahnung, was irgendwie so ein Make-up-Artist macht den ganzen Tag? Ja, oder so voll. Ein Dude, der die Lampen einstellt, jeden Morgen um 4 oder keine Ahnung. Also. Ja, und es verlangt ja auch niemand von Daniel Day-Lewis, dass er sich dann als Abraham ansprechen lässt. Also ja, eigentlich ist es ja sogar, ich finde es sogar, es ist ja mehr ein Talent, wenn du es an- und ausschalten kannst. Also ja, das hat auch mal jemand gesagt. Das ist richtig krass egoistisch. Ja, ja, genau. Das ist super egoistisch. Und immer so Besonderbehandlung. Du bist ein Besonderschüler. Ja, das hat mal jemand gesagt. Ist es nicht viel beeindruckender, weil Leonardo DiCaprio ist wohl genau das Gegenteil, wenn jemand einfach so zum Set hinschlurft, mit dem Kaffee in der Hand, irgendwie Kippe in der Fresse und dann heißt so, jetzt ab die Post und der ist sofort da. So. Ja, finde ich auch. Ja, ist ein bisschen wie bei Comedians, die es nicht abschalten können, ne? Die dann immer eine Riesenshow abziehen. Ja, es gibt ja auch so Comedians, die dann im Backstage, weißt du, auch noch so ihre neuen Gags testen und so. Wie man denkt so, ihr hey, beide, Alter, ne? Ja. Genau. Aber nur aneinander, weil niemand sonst im Backstage ist. Außer ich. Ja, du also, manchmal. Der den Obstkorb auf. Genau. Aber dann gab es bei dir noch nie die Situation, dass du dann irgendwie nicht mehr aus einer Rolle rausgekommen bist und alle Freunde von dir so gesagt haben, so, Jasna, jetzt reicht's dann aber mit diesem Tick, den du anders bist. Ey, nee, das habe ich noch nie. Also die Ticks habe ich noch nie gemacht, nicht vor der Kamera, außer als ich das trainiert habe. Und ich immer, wenn jemand sagt, mach das doch mal, sage ich, nö. Das gehört nicht, das bin ja nicht ich, das gehört zu meiner Rolle und das war super anstrengend. Ich habe keinen Bock, hier einen Tick zu spielen, weil es ist auch eine Krankheit. Und warum soll ich jetzt hier euch einen kleinen Tourette vorspielen? Ich finde es auch immer viel beeindruckender, wenn Schauspieler nicht prätentiös sind. Und das Problem ist, ich habe das Gefühl auch gerade in Deutschland, dass es halt nicht gewertschätzt wird, wenn Schauspieler einfach ganz normal sind. Also mit das beeindruckendste Interview, was ich hier gesehen habe, war von Marlon Brando. Und da wurde er so gefragt, wie schauspielt man? Und er hat einfach gesagt, ja, ist ganz einfach. Du gehst halt ans Set, dann hebst du dir die Energie für den Close-Up auf, fertig. Ja. Dann versuchst, du nicht, genau nicht, dann versuchst du nicht zuzunehmen, versuchst nicht die ganze Zeit besoffen zu das sein. Das war doch eh das Schwierigste, glaube ich, für Marlon Brando. Ja, einfach so oder? Das Gewicht zu halten. Der hat ja so massive Gewichtsschwankungen. Irgendwann. Wie ist das bei dir? Ist das ein unglaublicher Druck, wenn man immer angeschaut wird und manchmal auch Produktionen, die über mehrere Monate gehen, da kannst du ja nicht plötzlich irgendwie ein halbes Kilo mehr wiegen im Gesicht. Ja, ey, bei Rampensau sieht man, dass ich fetter geworden bin. Das ist richtig schlimm. Wir haben immer in so Viererblöcken gedreht, wir haben 4-3-3 gedreht. Also 4 Folgen, dann 3 Folgen und dann 3 Folgen. Und man sieht einfach in den ersten 5 Wochen, wo wir die ersten 4 Folgen gedreht haben, habe ich einfach wahnsinnig viel Brote gefressen. So eklige Weißbrote. Und habe einfach locker mal 3 Kilo zugenommen auf jeden Fall. Man sieht es auch, so ein richtig schwabbeliges Weißbrot. Fraß. Ja. Hast du dich schon jemals auf eine Rolle vorbereitet? Das ist so gemein, ey. Ja. Ja. Ja, habe ich. Auf diese Interviewrolle. Zum Beispiel. Diese Interviewrolle. Auf einen Tick anders beispielsweise. Du hast ja vorher gesagt, du hast es nur gemacht vor der Kamera und als du es geübt hast. Übst du das dann komplett alleine? Hast du einen Coach? Bist du vor dem Spiegel? Filmst du dich? Ich hatte da tatsächlich einen Coach. Wir waren da, ich war 2 Wochen mit dem, es war auch ein Schauspieler, der das mal auf dem Theater gespielt hat. Und mit dem habe ich das geübt. In Hamburg war ich dann 2 Wochen. Und dann haben wir tatsächlich auch ein Tourette, ist ja keine Krankheit, ein Mann mit sehr starkem Tourette besucht, der auch damals bei dem Drehbuch geholfen hatte, das mit zu überprüfen und zu schreiben. Und den haben wir dann besucht. Der hatte, da waren wir einen Tag und es war ganz interessant. Es war richtig krass, weil wir mussten dann in dem Raum an 3 verschiedenen Orten sitzen, weil er sonst der Tick die ganze Zeit die Leute anfassen will und so. Oh, das und ist ja für den voll schwierig in der Pandemie. Alle 3 Sekunden schreit er irgendein krasses Schimpfwort, der ist auch super heiser und meint, es ist einfach mega anstrengend. Mhm.
Ja, krass. Gab es da irgend so einen Backlash im Sinne von, wieso spielt eine Frau ohne Tourette-Syndrom jemanden mit Tourette? Ich glaube, das gab es damals noch nicht. Nee, das gab es damals noch nicht. Bei uns war nur das Problem, dass da gerade vorher Vincent Wilmer rauskam. Ah. Und das Gemeine daran war, dass an dem Buch, Ein Tick anders, wurde halt irgendwie 5 Jahre gearbeitet. An Vincent Wilmer ungefähr 1 Jahr. Und die kamen dann vor uns raus. Und dann wurde eine halbe Stunde. Dann wurde uns halt vorgeworfen, dass wir das kopieren. Dabei waren wir Ersterer. Das heißt Upcrippling, oder? Ich habe keine Ahnung. Wenn man das, wenn quasi Nicht-Rollstuhlfahrer Rollstuhlfahrer spielen und so. Das weiß ich gar nicht. Aber ich habe bis dato noch nie wieder jemanden mit einer Behinderung gespielt. Also. Ja. Es ist ja auch noch nicht, es wird noch nicht lange diskutiert. Also ich weiß ja, dieser, wie heißt der, Eddie Redmayne oder so, der den Stephen Hawking. Eddie Redmayne, ja. Der hat Stephen Hawking da den Oscar bekommen. Das ist vor 3 Jahren, 4 Jahren gewesen. Mhm. Da war das noch gar kein Thema. Und jetzt erst so in den letzten 1-2 Jahren ist es so, zumindest in Deutschland, ein bisschen größer geworden. Ja, und dieser Film, wie heißt er, Dora, wo auch Lars Eidinger mitspielt? Boah, der war ja ganz, ganz schlecht. Ja, also Thomas hasst gesehen. Diesen Film. Aber da spielt auf jeden Fall eine Frau, die kein Down-Syndrom hat, eine Frau mit Down-Syndrom. Ja, und das, dann ist es okay, doch so. Okay, aber das ist sehr merkwürdig. Ja, und vor allem dann spielt Lars Eidinger, glaube ich, so ein Dude, der diese Frau vergewaltigt und die ist auch noch minderjährig. Und dann wird aber so getan, als wäre das nur eine total romantische Liebesbeziehung. Und ich habe den Film geschaut und dachte mir so, was? Also alles daran ist komisch. Ja, also gut, okay, man muss sagen, ich meine, ich will jetzt auf gar keinen Fall Vergewaltigung schützen. Das ist wirklich nicht mein Ding. Aber. Nee, aber es ist jetzt nicht. Okay, schau mir mal also, ein bisschen, schau mir ein paar Süßigkeiten. Aber es ist wirklich, hol sie dir wirklich Süßigkeiten? Ja. Okay. Oh mein Gott. Wie unglaublich seltsam. Nee, es ist jetzt nicht so, dass er sie irgendwie packt und vergewaltigt, sondern es ist so, er. Also es ist halt nicht ganz klar, nicht einvernehmlich, weil sie irgendwie, man weiß halt nicht, inwiefern sie es checkt oder nicht. Aber es ist das auf jeden ist Fall nicht gar okay. Nicht okay. Es ist nicht okay, nee. Also ich möchte den Film auf keinen Fall sehen, nachdem ihr den so beschrieben habt. Es klingt furchtbar. Ja. Ja, ist so. Ah, Colorado, interessante Choice. Ja, ich brauch einen kleinen frischen Kick hier. Bevor wir jetzt noch in den Endspurt dieses Interviews gehen. Du, dann mache ich doch auch mit. Da fällt mir auch gleich ein, Colorado, da kommt Lakritz vor. Wir haben eine Frage von einem Patron, einer Patroness, Sonja Koller. Jasna, wie ist dein aktuelles Verhältnis zu Lakritz? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gestern Katjes Salzheringe gegessen und finde die richtig lecker. Ach geil, ja, dann bist du ja quasi mit einem Fuß im Boot. Weißt du, was ja, richtig traurig ist? Ich bin mit einem Fuß im Boot, ja. Der Costa Negra. Das ist richtig traurig, der Lakritz-Laden-Kado muss leider schließen. Ah, wirklich? Mhm. Wegen Corona? Wegen Gentrifizierung. Corona und Gentrifizierung. Der Hurensohn von einem Vermieter hat nämlich die Miete so krass erhöht, dass sie sagen... Ich glaube, einfach mal verdoppelt. Boah. Ja, ich glaube sogar noch mehr. Boah, was? Ja, und jetzt sind die nur noch was online. Was machen die jetzt? Ja, der Laden wird weiterleben, aber wir haben auch gedacht, wir müssen da noch irgendeine Aktion starten, sobald wir können. Ich glaube, ab 1. November ja, das ist ja sonst nur noch online. Das finde ich irgendwie jetzt eine traurige Nachricht. Ja, die war total. So nett und das war auch so ein schöner Laden. Ich war mir nicht sicher, ob du dich da so wohl gefühlt hast. Du wirkst immer so ein bisschen genervt. Finde die meisten Lakritzen, die ich da essen musste. Ja, warum war ich genervt? Ich war krank. Ja, du warst wirklich ihr habt sehr mich erkältet. Einfach entführt. Ihr ja, habt wir haben dich einfach mitgenommen. Das war so krass. Mit. Wir waren essen. Ich so, wo fahren wir hin? Und dann bin ich da so reingemobbt. Ich bin 3 Stunden irgendwo hingefahren. Das ist eigentlich unglaublich, dass du noch ein Verhältnis zu uns hast. Aber wie ist denn dein Verhältnis? Ja, also, es war echt so, wir waren essen und dann haben wir gesagt, wir drehen jetzt gleich noch. Und du so, oh, ich habe keinen Bock und ich bin krank. Und wir so, doch, komm schon. Komm, ja, so, komm, wir zahlen auch das Taxi zurück. Das Taxi voll hat cool. Irgendwie 28 Euro gekostet, weil es so weit weg war von nur eine hier. Halbe Stunde. Und wie es dann immer so ist, hat es dann einfach so 2 Stunden. Eine Stunde. Also wir sind erst mal überhaupt eine Stunde dahin gefahren, so gefühlt. Ja, und war waren dann da 13 Jahre in diesem Laden, haben wirklich die ekligsten Lakritz-Sachen der Welt. Es hat wirklich einfach nach Ammoniak geschmeckt wie blöd. Das Einzige, also die Grillen fand ich gut. Ja, es schmeckt manchmal ein bisschen so,
so krasse Lakritze, wenn die so krass nach Ammoniak schmeckt. Ich denke immer, so muss der Urin von jemandem schmecken, der nur seinen eigenen Urin trinkt. Ausschließlich. Oh, Hazel, komm. Oh. Fans werden jetzt sagen, oh, ein klassischer Hazel. Ein klassischer Hazel. Schlürf, schlürf, schlürf. Es ist widerlich. Ein klassischer Hazel. Hazel hat mittlerweile diesen Kultstatus erreicht, dass sie einfach irgendwas Asoziales sagen kann und alle finden es immer geil. Alle finden es geil. Ja, ja, aber den hat Jasna auch. Ich finde, Jasna hat auch so diesen Vibe. Ja, aber ich gelte dann einfach nur als asozial. Du bist wenigstens noch irgendwie intellektuell. Ich bin ein großer Denker. Also, von der Straße. Ja, das Street Kid hat wieder Hurensohn gesagt. How to Tatort, ist es schon draußen? Kann man das irgendwo konsumieren? Ja, in der ARD-Mediathek. Ah, da komisch, dass ich darauf noch nicht gestoßen bin, obwohl ich da sehr stündlich oft wühle ich da durch die Nuggets. Jeden Tag in der ARD-Mediathek. Das ist von der BTF produziert, oder? Ja, ja, das würde mich nicht interessieren. Wie war denn das, mit denen zu arbeiten? Die sind schon sehr cool, oder? Ja, das war schon cool. So mega suggestiv gestellt. Die sind schon super, oder? Die sind cool, oder nicht? Also coole Leute finden die ja cool. Wie findest du die? Nee, das die Format hat Scheiße, auch voll Spaß gemacht. Aber der Tatort ist noch nicht draußen, gell? Nee, der kommt am 24. Pfingstmontag. Ah, okay. Das ist dann bald, oder? Ja, das ist ja in 3 Wochen oder so. 26. Mai, ja. Ja, den werde ich mir reinpfeifen. Ja, ich da freue ich mich drauf. Das ja wird dann der zweite Tatort, den ich je gesehen habe. Oh, ja, das Baby will, glaube ich, dieses Gespräch bald beenden. Wir machen noch 3 Fragen, würde ich sagen. Mhm. Das Baby hasst Tatort. Ja, das Baby hasst deutsches Fernsehen. Das Baby führt Regie und sie ist ein sehr jähzorniger, impulsiver Regisseur. Ja, und auch schwer verständlich. Also manchmal weiß man ja gar nicht, was bedeutet das. Ja, sie das schmeißt jetzt dann einfach so Sachen nach einmal und weiß dann nicht, habe ich besonders gut gespielt? Soll ich das nochmal so machen? Was ist los mit euch? Bitte lasst mich schlafen. Ich habe Hunger. Pudere meinen Arsch mit Kartoffelmehl. Ja, kleiner Tipp an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Kartoffelstärke als Babypuder ist super. Hält die Feuchtigkeit weg. Muss man nur aufpassen bei Babypuder. Ganz, ganz schlimme Vorstellung. Wenn man das zu impulsiv pudert, kann es sein, dass das Baby das Puder oder den Puder einatmet und dann verklumpt das in der Lunge. Also ganz, ganz vorsichtig sein. Oh. Was ist das denn für eine Horrorinformation? Willst du noch eine zweite Horrorinformation, die ich heute Morgen gelesen habe? Hazel erzählt mir immer nur so komische Storys und das Ende ist immer, dass irgendein Baby irgendwo stirbt. Baby tot. Wenn man das Baby badet, dann föhnt man es danach. Also dann legt man es auf den Wickeltisch und föhnt es. Ja. Und da muss man total aufpassen, weil wenn das Baby in den Föhn pinkelt, dann stirbt es an einem Stromschlag. Das ist nur, hey, es ist nur Safety, ne? Leute, einfach macht das nicht, wenn ihr Babys habt, die zu weit pinkeln. Don't shoot the messenger. Just don't. Don't pee on the messenger. Was ist denn für ein Hairdryer? Hairdryer. Ich bin so glücklich, dass ich diese Informationen kriegen durfte. Dass du nicht wir bist. Immer wenn ich Sachen über dich rausfinde, dann finde ich es unbegreiflich, dass du mit uns überhaupt abhängst. Es bedingt sich, warum hängt ihr überhaupt mit mir ab? Ja, weil du der coolste Mensch bist, den wir kennen. Okay, cool. Und ihr seid die coolsten Menschen, die ich kenne. Also haben wir das geklärt. Candy Storm! Wir beenden jetzt diese Folge. Es war wirklich eine Freude mit dir. Ja. Es war mir auch eine große Freude. Ich wünsche dir alles Gute beim Release vom Tatort. Ich glaube, das wird jetzt, glaube ich, richtig turbulent nochmal. Ja, weil für die dich. Deutschen, die checken ja erst, dass man ein Schauspieler ist, wenn man ein Tatort-Kommissar ist. Genau. Das jetzt geht's richtig los, mal wieder. Ja, Tatort wird dein Deutschland, was geht. Ja, meine. Um Gottes Willen. Oh mein Gott, ich beende jetzt dieses Gespräch hier. Ich drücke jetzt wie auf Record ist Maradona aus. Maradona hat doch mal gesagt, Messi ist mein Maradona. Das ist super. So, vielen Dank für die Einladung. Auf Wiedersehen, es war sehr schön. Vielen lieben Dank, Jasna. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.